Willkommen zu Bärs Glückskeksen. Wie man seine Träume lebt und was Glück und Erfolg wirklich bedeuten. Ja, du kennst das ja bestimmt. Es ist ziemlich viel los da oben in unserer Denkmurmel. Viele herumgaloppierende Gedanken, wie so eine Herde von Pferden, die durchgegangen sind. Es ist immer viel Verkehr. Und das meiste davon Kreisverkehr. Ja, und was noch hinzukommt, ist, dass viele Gedanken, die wir denken, uns gar nicht gut tun. Wir machen uns Sorgen um die Zukunft, wir erinnern uns an unangenehme Dinge aus der Vergangenheit, kriegen Angst davor, dass sie sich wiederholen. Und da kann man sich so richtig gut reinsteigern, wie so eine Spirale sich immer weiter da reindrehen. Man merkt das ganz gut, wenn man morgens aufsteht und wenn man ins Bett gegangen ist in der Nacht vorher und es einem nicht so gut gegangen ist und man hatte Probleme und hat die im Bett dann noch weiter gewälzt vorm Einschlafen, dass man meistens genau da ansetzt, wo man gestern aufgehört hat. Und da geht's dann ja schon los. Dabei ist es sehr wichtig zu begreifen, dass du es bist, der denkt. Denn je mehr da oben los ist, umso mehr haben wir das Gefühl, dass das automatisch passiert, als hätten wir gar nichts damit zu tun, als müssten wir das einfach ertragen und erleiden, weil das irgendwie so eine Macht ist, die da von alleine existiert. Aber so ist es ja nicht. Derjenige, dem das Gehirn gehört, der denkt. Da kannst du ganz sicher sein. Ja, und wie kommt man denn jetzt raus aus dieser Spirale, aus dieser Negativität, aus dieser Angst? Angst ist ja wirklich ein sehr schlechter Berater. Also in dem Moment, wo man aus Angst Entscheidungen trifft, trifft man oft Entscheidungen, die nicht stimmig sind, die einen in eine falsche Richtung buxieren. Also vielleicht gibt es ja da auch gar nicht richtig oder falsch, vielleicht geht es auch um etwas, was man lernen soll, aber ich meine, man wünscht sich ja, dass man Entscheidungen trifft, die einem gut tun und die gut ausgehen. Also, und Angst hilft einem ganz sicher nicht dabei. Insofern gilt es, einen anderen Standpunkt einzunehmen. Das ist, wie ich festgestellt habe, eine Wunderwaffe sozusagen. Also in dem Moment, wo ich fühle, dass meine Gedanken mich überwältigen, dass die Negativität mich überwältigt, dass ich nicht rauskomme aus dieser Spirale, frage ich mich ganz oft, was würde der mutigste, der freudvollste und der selbstbewussteste Teil von mir in dieser Situation tun? Denn wir alle haben ja so eine Wunschvorstellung von uns selbst. Also überall da, wo wir unsere Defizite haben, ich bin nicht selbstbewusst, ich bin nicht talentiert genug, ich müsste mutiger sein, ich traue mich nicht. Überall da haben wir ja so ein Bild von uns, wie es wäre, wenn wir das anders drauf hätten. Also wenn wir diese Eigenschaften viel, viel mehr hätten, als wir sie haben. Und dass wir uns das vorstellen können, heißt auch, dass dieser Teil durchaus in uns wohnt. Der ist nur nicht befreit sozusagen. Und wenn wir uns also vorstellen, dass dieser Teil in uns, diese, ich würde es fast mal sagen, diese erweiterte Persönlichkeit von uns, wenn wir uns da hineinbegeben in diese Energie, indem wir uns einfach vorstellen, wenn ich jetzt so mutig wäre, wie ich gerne wäre, wenn ich so selbstbewusst wäre, wie ich gerne wäre, wenn ich so viel Freude hätte, wie ich gerne hätte, was würde ich dann entscheiden? Und da wirst du merken, wie sich sofort deine ganze Energie verändert. Also wenn du dir wirklich dafür mal so 1-2 Minuten Zeit nimmst, das dauert ja gar nicht so lange, merkst du, dass sich sofort die Energie verändert. Also das, was vorher eng war und bedrückend war, öffnet sich so ein Stück weit. Und je mehr es mir gelingt, da drin zu bleiben oder je öfter ich mir diese 1-2 Minuten nehme, um mir das vorzustellen, umso weiter werde ich, umso größer wird mein Herz und umso leichter und tiefer atme ich. Das ist wirklich richtig körperlich spürbar. Und darum finde ich das so grandios und darum mache ich das so gerne, weil ich ja auch ein Mensch bin, genau wie du. Und weil ich in diese Falle auch immer mal wieder gehe, besonders dann, wenn die Umstände gerade schwierig sind. Also mein Thema ist sehr oft sehr viel
arbeiten, sehr viele Dinge auf dem Zettel haben, was ja etwas ist, was ich mir aussuche. Und dieser bessere Teil oder dieser weitere Teil meiner inneren Persönlichkeit, der weiß, dass es einen Weg gibt, damit entspannter umzugehen. Aber hin und wieder gerate ich dann doch wieder in so einen Stresskreisel. Und dann sind meine Gedanken so, dass ich dann denke, oh Gott, das werde ich alles nicht schaffen, das ist alles viel zu viel. Warum habe ich mir bloß so viel aufgehalst? Und wenn ich das nicht schaffe und dann malt man sich aus, was denn alles passieren könnte. Und oh Gott, und ach, und das muss ich jetzt fertig machen bis zum Wochenende. Aber dann habe ich ja auch noch das und das und das. Ja, und dann komme ich in so eine kurzatmige Stresssituation, die sich überhaupt nicht gut anfühlt und eben auch mir selber Angst, also mit der ich mir selber Angst mache davor, dass ich scheitern werde mit all dem, weil ich es nicht hinkriege. Und besonders in solchen Situationen habe ich mir das drauf geschafft, mir vorzustellen, wie dieser gelassene, selbstbewusste Teil in mir damit umgehen würde. Und dass es eben wichtig ist, bei all dem ganzen Heckmeck den Spaß an den Dingen nicht zu verlieren. Denn irgendwann kommt manchmal so der Punkt, dass man das Gefühl hat, man muss es jetzt einfach nur noch irgendwie schaffen. Man muss es irgendwie hinkriegen. Aber nein, es geht nicht um irgendwie hinkriegen. Es geht eben auch darum, Freude zu haben bei dem, was man tut. Und auch dafür ist diese Übung ganz, ganz hervorragend. Schau doch mal nach diesem mutigen, selbstbewussten, lebensbejahenden Anteil in dir. Schau mal, was der zu deinem Leben so sagt, wenn es mal wieder zu viel wird oder zu hektisch oder zu stressig. Ja, ich hoffe, das war inspirierend für dich. Und was immer du tust, vergiss die Sterne nicht, vergiss die Freude nicht und vergiss mich nicht und abonniere und folge gerne, damit du auch an die nächsten Podcasts erinnert wirst. Denn hier gibt es immer ganz viel Erkenntnisse und Wellness für die Seele. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, deine Beatrice.